Die Corona-Schutzverordnung und die Solinger Allgemeinverfügung geben zurzeit eine Vielzahl an Regeln vor. Diese Regeln werden vom Kommunalen Ordnungsdienst zurzeit täglich im gesamten Stadtgebiet kontrolliert. Zusätzlich haben sich insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung dazu bereit erklärt, den KOD bei den täglichen Kontrollen zu unterstützen. Aber auch die Polizei führt regelmäßig Schwerpunktkontrollen im Corona-Bereich durch. Die Einsatzkräfte kontrollieren sogenannte Schwerpunkt- und Hotspot-Punkte. Diese sind zum Beispiel die Solinger Innenstadt und Fußgängerzone, Bushaltestellen, aber auch die Solinger Wochenmärkte. Weiterhin werden natürlich auch Gewerbebetriebe, Gaststätten, Spielhallen und Wettbüros und angemeldete Veranstaltungen und Demonstrationen kontrolliert und vom Kommunalen Ordnungsdienst begleitet. Die tägliche Arbeit, unabhängig von Corona, findet natürlich weiterhin statt. Die Ordnungsbehörde kontrolliert unter anderem die Einhaltung der Maskenpflicht, die Abstandsregelungen, die Rückverfolgungslisten und natürlich auch das Kontaktverbot. Wir haben zurzeit eine abgestimmte Vorgehensweise mit der Solinger Polizei, bei der beispielsweise Personen, die in der Fußgängerzone ohne Maske erwischt werden, gegen die wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Das Bußgeld hierfür beläuft sich zurzeit auf 50 Euro und an Haltestellen sogar 150 Euro. Hiervon ausgenommen sind natürlich immer die Einzelfallentscheidungen der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen. Ein gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel das Essen, Trinken oder Rauchen in der Fußgängerzone. Wenn man die Solinger Allgemeinverfügung streng auslegt, dürfte die Maske zu diesem Zweck nicht abgelegt werden. Wir hingegen handhaben es so, dass das Essen, Trinken und Rauchen in der Fußgängerzone geduldet wird, wenn die Person stehen bleibt und der Mindestabstand von 1,50 Meter immer gewährleistet wird. Der Beitrag heißt Viele Regeln. Und ja, es sind viele Regeln zu beachten. Die Regeln sind dafür da, eingehalten zu werden. Und ja, die Behörde muss diese Regeln auch kontrollieren. Der Kommunale Ordnungsdienst und auch die Polizei arbeiten hier täglich und kontrollieren. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass die Einsatzkräfte nicht immer überall gleichzeitig sein können. Die Regeln sind auch dafür da, sie und andere zu schützen. Die Ordnungsbehörde leistet hier einen großen Beitrag. Aber am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich und hält die Regeln ein, um sich und die Mitmenschen zu schützen. Vielen Dank.